Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arc Fjordur. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Lass dich mal blühen. Das ist eine Hackfresse, schau dir mal an. Junge. So, apropos Hackfresse, Louis. Warte, ich fäll mir mal so ein wie Luke in einen Film oder so. Ich weiß schon, wie er aussehen wird. Kannst du mir schon sagen. Oh Junge, was so ein Höllendämon. Was so ein richtig, der sieht aus, als hätte er so Tomatensauce gegessen und wirklich, wüsste ich, das ist so Luke, nachdem er seine Nudeln mit Ketchup gegessen hat. Darf ich den blauen des Modus Sattel nehmen? Nein. Nein. Oh. Ich kann's dir nehmen. Du bist ja eh wahrscheinlich der, der dann rein drin wird und sterben wird. Oh, okay. Ja, kann mir jetzt mal jemand helfen mit dem Viech? Mit dem Viech? Ja, das sieht echt cool aus. Heule. Ich hab noch so angeschnallt. Oh, ein süßer Kleiner. Das, die sind übel süß aus als Baby. Ja, da ändert sich ja dann aber einiges, du. Na komm, der ist drecksfähig. Wie lange will der noch laufen, als? So. Um mein Viech einzufällen, muss ich erstmal ein bisschen Research betreiben. Irgendwelche Vampirnamen außer Dracula. Lennart, also wie kannst du das, also. Ich würde aber nicht jeden Mob, der It's Morbin Time oder sowas nennen. Ey, hör auf den Namen, von meinem Viech zu sagen. Ich weiß, wie ich meinen nenne. Das ist schon wieder keiner. Dann ist es ein sehr guter Name. Hast du Castlevania gesehen? Ja, Transylvania, klar. Nein, Castlevania. Transylvania. Bei uns oben, wie ist der gestorben? Wo ist, wer ist, was, wie gestorben? Ein Otter. Wie ist der gestorben? Nahrung ist bei dem auf Null, aber gesund ist auch auf Null. Der hat aber Essen im Inventar. Müssen die nicht Fisch essen? Och man, der war so süß. Nein, jetzt hat seine Mutter den gefressen. Und warum können Gachas nicht springen? Oder Antwort so ein Witz sein. Warum können Gachas nicht springen? Weil sie fett sind. Warum können sie nicht springen? Gachas können nicht springen, weil sie fett sind. Also nicht. Genauso ist, warum ist die Banane krumm? Weil sie zur Sonne wächst. Tatsächlich, laut Sima. Einfach Sonnenblume. Warst du schon mal in der Werkbank oder ist es egal wo? Doch, Solarzelle. Wie heißen die Viecher? Das Modus. Das ist Modus des Morbius. Ja, wir brauchen Holz und Fasern. Fasern haben wir, glaube ich, wo Holz, weiß ich nicht, ob wir haben. Gott, das ist so viel Fasern geworden, Markus. Ich finde, wir haben so das die der linken Ressourcen. Wir sind gar nicht so weit eigentlich mit momentan. Nee, alles Lügen. Linke Ressourcenküste. Ich mal, was hat Leon gerade gesagt? Leon sagt, wir sind scheiße. Wir haben krasse Tames, aber wir sind noch nicht weit, weil wir noch keine Höhle und so gemacht haben. Da hat er recht. Und das sind so Ressourcen, da haben wir immer Probleme irgendwie. Hey. Ja, ich sag ja so, es war eine allgemeine Feststellung. Ich hol doch schon Holz. Teleport. Notwesten. Wo sind denn hier die Biberdams? Also, das sind eigentlich jedes Mal so 5-6 Stück gewesen. Einer zumindest. Wir haben vielleicht einen Otter. Da will jemand einen Otter. Mann, Marc. Marc braucht jetzt nur noch eine Begleitperson, wenn er breeden will. Marc ist nicht in der Lage, alleine breeden zu können. Ich hab eine Fellfarbe gefunden. Stell sie doch wenigstens aus. Möchte sein Lieblingsessen kibbeln, na klar. Wer möchte Marcs Betreuer werden? So viel Freiwillige. Ungern tatsächlich. Stehe nicht. Könnten wir reden, wie die Elektra so ein fettes Kinn haben, das so richtig so raussticht? Wir haben so richtigen Vorbiss. Ja, die sehen scheiße aus. Also halt wie Hurensöhne. Das ist so wow. Eine richtige Barracuda-Fresse. Ich muss den Louis nennen. Aha. Weil du auch ein Hurensohn bist. Aha. Der Comedy-Gott. Boah, kann ich mich selber lachen. Comedy-Gruppe. Doch, aber. Aber nicht wirklich. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ne? Okay. Also lustig war es tatsächlich nicht, aber trotzdem, Louis. Du kannst nicht über dich selber lachen. Punkt. Und wenn ich was sage, dann stimmt. Meistens eigentlich nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, merkst du selber. Die machen richtig viel Damage, what the fuck. Meiner macht 250 Schaden mit einem Biss. Du kriegst auch richtig viel Bloodpacks, wenn du einfach nur Viecher killst. Ich hab gerade zu einem Bronto gekillt, hab 230 Bloodpacks bekommen. Der macht richtig viel Nahkampfschaden. Ich meine, jetzt auf 100% Nahkampfschaden. Also irgendwie kann man bei denen, so muss man einen Knopf drücken, hat man so ein Menü, wo man Nightwish machen kann und Lifesteal anmachen kann. Ah, ja, nur. Ja, SRG macht irgendwie nichts. Man kann aber, kannst, wenn du bei denen irgendwie ein Inventar öffnest, kannst du Nachtsicht anmachen. Das kann man auf dem Pflichtberg so. Ah, Hilfe. Das ist sehr rot. Verstehe, SRG nicht, weil in der Luft geht man einfach nur so ein Stück nach unten. Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Wo sind die Server? Die sind in der Werkbank. Ah, du kannst rechtzeitig gedrückt halten. Dann machst du, glaube ich, das Nachtsicht. Nee, da ist gar keiner drin, wo es Minecraft. Ja, wie Unsichtbarkeit. Ah, man kann sich unsichtbar machen. Und man kann sich in die Wand festkrallen. Du musst es gedrückt halten. Ja, ah. Du musst in die Wand festkrallen, dann bist du unsichtbar und du hast dich gedrückt halten. Außer es ist nachts, dann kannst du dich überall unsichtbar machen. Also, ich sag halt, wir können dann die Eier nur nachts, und vielleicht wenn es dunkel ist, kannst du es auch allgemein machen. Aber ich weiß nicht, ob das in der Höhle als dunkel
gezählt, weil ich würde dann schon wenn unsichtbar reinfliegen wollen, muss ich ehrlich sagen. Und die haben den Eulengleit. Genau, das haben sie. SCG verstehen wir noch nicht. Aber sie sollten noch so einen Lifestyle haben, auf jeden Fall. Ja, lassen wir dann bei Nacht zu den Markmannsauen Besuch abstatten. Warum können die vergammelte Lifestyle? Weil die vergammelte Viecher sind. Man kann Sachen hochheben. So still, nicht? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen ja keine Sattel entfernen. War close, mein Junge. Sehr, sehr close. Kann ich nicht einfach mit Truppe Ignatus reinfliegen und mir das eigene mit Lichtgeschwindigkeit wieder rausfliegen? Mach doch. Ich möchte das gerne sehen. Haben doch gemacht? Das ist der Livestream, man. Könnte wahrscheinlich funktionieren, wenn ich es mir überlege, aber ich würde es nicht machen. Also die sind halt nicht so schnell, die Magmas aus und die können vor allem nicht fliegen. Das sind halt nicht auch normale Drachen und Lava? Lügen. Aber der Truppe Ignatus ist 100% schneller wie die Drachen. Schneller als ihr Schussschaden, der in deine Fresse kommt, von 10 Viechern. Ja, das ist dein anderes Problem. Ihr könnt auch A und D drücken, wenn ihr auf denen fliegt, deswegen sind die so gut. Also ihr könnt auch seitwärts fliegen. Ja, du kannst auch unten was fliegen. Was stelle ich denn jetzt, nachdem ich 2000 Ausdauer habe, ist die Frage. Ja, die sind halt Ludus, okay, die sind halt vor allem einfach gut, weil die sehr maneuverable sind. Ja, das stimmt. Also du kannst halt mit den Wyverns extrem gut dodgen. Und du kannst Wyverns sogar killen, weil die machen sehr viel Schaden auch. Ja, bitte gut, Schlucker. Blutschlucker ist gut. Ja, finde ich auch lustig. Blutschlucker. Ah, Leute, ich hab's gesagt, ihr müsst R gedrückt halten, dann kommt das Turn on Lifestyle. Leben sich eingeschaltet. Was macht das? Was kann das? Ich glaube, das musst du einfach HP klauen, weil die Viecher einfach in der Nähe sind, oder du grabst vielleicht. Schau mal, Leonard. Ja, ich will Lifestyle. Halt doch, wie kannst du sowas machen, Luis? Monster. Was ist denn los? Ja, wenn es an dir dranhängt, dann geht so Blut nach oben. Was ist denn los? Du bist Monster. Ich muss gar nicht hinschauen. Nein, bleib doch stehen. Der hat so einen Palpdruck umgebracht. Nein, noch lebt er. Ja. Die Geräusche von dem. Millionen verdorbenes Fleisch. Hast du gerade gebissen, Lennart? Wow, Lennart, jetzt stirbt er. Ich meine nur 5 Schaden, du bringst ihn einfach um. Du Bastard. Der hat doch noch 120. Da kommt drüber, ich teleportiere uns. Nur schaut mal die Beine an. Sieht absolut cursed aus. Ja, das stimmt. Ah. Der Blutschlucker. Das ist noch besser als jetzt Morbentime. Ich sehe schon, wir werden jetzt instant von einem. Ne, ich will das nicht. Giga zerfetzt. Ah, ne, ist ja guter Spawn. Genau, so, wir sind jetzt da. Also ich bin zumindest da, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ist hier ein von euch an, ich hier zwei von euch hinter mir. It's Magmasau, ex-Steel in time. Truly one of the movies ever made. Ich glaube, der Eingang zu den Magmasauern war da hinten auf der anderen Seite.